freut mich wirklich riesig, dass die Stadtkultur Rheinau es geschafft hat, den Kulturliebenden in unserer Stadt und mit diesem ganz neuen Format auch weltweit nach Monaten der Corona-bedingten Kulturpause ein unterhaltsames Programm anzubieten. Sehr gerne gehen wir dabei bei uns in Rheinau auch ganz neue Wege, um Künstler und die Veranstaltungsbranche zu unterstützen. Ein Dank allen Beteiligten, welche die Idee gemeinsam mit der Stadtkultur umsetzen. Freuen Sie sich auf unterschiedliche Programmpunkte. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß und sehr gute Unterhaltung. Hallo, liebe Judith. Hallo. Hallo, Jean-Noël. Hallo, Christian. Ich finde es wunderschön, dass ihr heute da teilgenommen habt an unseren Studioaufnahmen. Gerne. Ist nicht ganz selbstverständlich. Es war für uns alle, denke ich, eine Herausforderung. Aber ne, die eigentliche Herausforderung war vor 8 Jahren. Ja. Jean-Noël, da standest du bei mir im Büro mit einer Idee. Ja, die Idee war eine Sommerakademie für junge Opernsänger und dann Pianisten zu bauen. Und ich wollte etwas zeigen zu jungen Studenten und ich habe Dozenten gefragt und die sind mit mir in diese Abenteuer gekommen. Einer der Dozenten warst du, ne? Oder bist du? Genau. Judith, was war dein erster Eindruck von Rheinau jetzt, sag ich mal? Also vor 8 Jahren bist du auch nach Rhein-Bischofsheim gezogen? Ja, ich lebe in Bischof seit 8 Jahren. Genau. Es ist unglaublich, wie die Menschen hier auch die Schüler und Dozenten bei sich privat unterbringen. Das sind regelrechte Gastfamilien, ja? Erzähl mal deinen Eindruck. Also sehr schön. Also ich muss sagen, ich war schon am Anfang an begeistert. Also das Ort ist auch sehr schön. Das ist super angenehm hier zu sein. Du bist ja dann auch als Dozentin eingestiegen. Ja. Und erzähl mal ganz kurz. Also ich kümmere mich um die Pianisten, die... Also das ist Klavierbegleitung. Ich unterrichte alle die Technik mit also vom Blattlesen und Transponierungen, also technische Sachen. Mhm. Aber wir machen viel Repertoire mit Sängern, Liedern und besonders mit Opern. Und das ist toll, weil die Studenten, die Akademie machen und die mit Jean-Noël und den anderen Dozenten arbeiten, kommen auch zu mir und zu den Pianisten. Okay. Ja. Also das gibt einen Kreis, ne? Das schließt genau, sich. Genau. Das heißt also, die Studenten haben wirklich viel auch von dieser Akademie. Ja, sehr viel zu tun. Sehr viel. Wie war das? Aber ohne weitere Hilfe kamen wir beide auch nicht weiter. Wir haben Herrn Müller vom Männergesangverein in Rhein-Bischofsheim gebeten, sich bei uns einzuklinken und er hätte seinen ganzen Verein eingespannt, weil ohne die Jungs und Mädels wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Nee. Erzähl mal ein bisschen, wie war die letzte Opernnacht? Ich muss dazu sagen, die Opernnacht ist immer der krönende Abschluss der Akademie. 2 Wochen Schulung und dann kommt die Prüfung. Ja, das ist das Ziel für die Akademie, diese Opernart, das heißt, wir zeigen, was wir während 2 Wochen gemacht haben. Und die Sänger singen, was die brauchen in Zukunft für Vorsingen oder für Prüfungen in der Musikhochschule. Es gibt verschiedene Studenten, die aus mehreren Ländern die kommen. So, wir werden Yuko Naka sehen aus Japan. Es gibt auch, wir haben so viele Studenten aus Japan gehabt, aus Südkorea. Wir hatten aus US, aus Großbritannien, aus Weißrussland. Wir haben auch viel Franzosen. Wir werden heute Abend auch Clémence Millet hören. Wir haben auch 2 Deutsche gehabt und ein wird heute Abend singen. Das ist Felicity Förster aus Musikhochschule Mannheim. Und ich denke, ja, das ist schon viel verschiedene Staatsörigkeit, die hier gekommen sind. Ja. Also ich war ja überrascht, welche Größen du für die Masterkurse hier nach Bische geschleppt hast, auf gut Deutsch. Letztes Jahr, wir hatten einen Weltstar
hier in Bischer, das war Catherine Foster, die singt immer Brünnhilde in Bayreuth. Und das ist für uns wirklich toll, die zu haben. Erstes Jahr, wir hatten ein sehr berühmter Bariton aus Georgien, Georgi Gagnitze. Ja. Und er gab ein Meisterkurs und Judith war da auch. Ja. Ja. Der Akademie danach kam Béatrice Auriol-Monzon, ein sehr berühmtes Mezzosoprano aus Frankreich. Und dann kam auch Sylvie Valère und das war für uns wirklich toll, dass sie kommt. Es ist so, dass sich die Stadt immer wieder auch engagiert. Dieses Jahr auch, dass es überhaupt stattgefunden hat. Ja. Zu Zeiten Corona war das nicht einfach. Es war ein voller Erfolg. Der Sportverein Rhein-Bischofsheim hat die Sportstätte zur Verfügung gestellt. Der Männergesangverein Rhein-Bischofsheim hat sich um das Ganze, um die ganze Organisation und Abwicklung gekümmert. Ja. Und die Stadtkultur stand dahinter und hat es eigentlich von hinten organisiert. Also ihr habt hier eine breite Unterstützung und das wünsche ich euch auch weiterhin. Und ich finde es toll, dass ihr uns das immer wieder auch zurückgebt. Ja. Zum Beispiel eben mit so einer Unterstützung heute Abend. Mhm. Ja. Und ich freue mich drauf, vielen was Dank wir dafür. Jetzt hören dürfen. Und ich danke euch ganz lieb für das Gespräch. Gerne. 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 Schönen Abend noch. Die Sopran Yuko Naka aus Japan wird Fjordiliges Aria in Così fan tutte von Mozart singen und dann Il est doux, il est bon, Aria der Salomé in Hérodiade von Massenet. Yuko Naka. Oh!
laudati ancor. Novi re, laudati ancor. Novi re, laudati ancor. Sa voix, mélodie, si tôt.
Ich möchte erst Pierre Larsonneur am Klavier vorstellen. Er hat heute viel zu tun. Also jetzt singt Felicity Förster aus Mannheim und sie wird der Lied an den Mond von Rusalka Dvorak und oder Dvorak Rusalka und dann Gräfin die Arie der Gräfin in die Hochzeit des Figaros von Mozart. Felicity Förster. Thank you.
Also jetzt Felicity Förster aus Mannheim mit der Aria der Gräfin in der Hochzeit des Figaros von Mozart und dann Lied A der Mond von Dvorak in Rusalka. Und jetzt wieder Mozart mit der Zauberflöte. Die beide Aria von Königin der Nacht mit Clémence Millet aus Südfrankreich. Und das ist ihr erstes Mal, dass diese Aria singt. Clémence Millet und Pierre Larsonneur. Thank you.
Und jetzt zum Schluss werde ich zwei Arien singen. Erste ist Dein ist mein ganzes Herz von Das Land des Lächeln von Lear. Und dann Nessun Dorma von Turandot Puccini, Calafs Arie. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht
Beispiel. Pra
schon.